So, ordentlich Schaden gemacht mit Yoda. Ah, Yoda, geh weg. Geh weg, Yoda. Lass mein schön ATS hier kaputt in Ruhe, sonst. Ah, ich hab Yoda kaputt gelatscht einfach. Nice. Gut. Nee, nee, diesmal gerade. Aber die mussten wir auch schon mal verteidigen hier. Da mussten wir, oder? Nee, mussten wir angreifen. Naja, mussten wir auf der anderen Seite, oder? Auf der guten. Auf der, okay. Ja, gut. Angreifen ist immer besser. So. Oh, Jones, Titanfall 2 ist auch ein geiles Game. Titanfall 2. Also, Multiplayer habe ich nie gespielt tatsächlich, aber der Singleplayer war geil. Die Kampagne war richtig gut. Die Kampagne war richtig gut, ja. Also, für so ein Spiel, was ja eigentlich eher auf Multiplayer ausgelegt war, so eine geile Singleplayer-Kampagne. Multiplayer war auch nice. Der war auch nice. Hast du gespielt? Viel oder ja, ein bisschen? Ja. Ja, doch schon ein paar. Ein paar Stunden habe ich schon gespielt. So, jetzt kommen wir. Aber da haben sie echt eine geile Singleplayer-Kampagne gemacht. Ja, die war auch richtig actionreich. Haben sie dann bei Jedi Fallen Order ja auch bewiesen. Dann. Ja. Obwohl ich sagen musste, da fehlt noch so ein kleiner, wie nennt man das? So ein, zwei Punkte fehlten noch, dass Jedi Fallen Order so richtig in die oberste Liga stößt, finde ich. Mich Star Wars Game war schon sehr geil, aber jetzt, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Uncharted 4 oder dem God of War vergleiche, da fehlt noch. Ich fand das Speichersystem tatsächlich doof. Also dieses mit diesem. Ja, das Speichersystem. Sie gemeint haben, sie machen da hier einen auf Dark Souls oder so. Das ist das Einzige, was ich in Fallen Order. Das war einfach unnötig. Das war einfach unnötig. Das hätte es nicht gebraucht. Ja. Einfach ein cooles Actionspiel draus machen ohne dieses Speichersystem. Ich glaube, so ein halbes Jahr mehr Arbeit, das wäre nochmal ein bisschen besser gewesen, glaube ich. Obwohl es schon sehr gut war, aber da geht ja, das Spiel ist super. Auf jeden Fall noch mehr. Das meint ja, das Potenzial auf jeden Fall noch drinnen. Ja, vor allem auch, wäre es ganz cool, wenn du so Kisten in der Welt findest, dass du irgendwie teilweise was Geileres bekommst als ein Skin für dein Raubschiff oder so. Oh, diese unnötige Kleidung von ihm immer, diese Ponchos, diese Ponchos waren so unnötig, ey. Es gab selten. Aber dafür fand ich das geil, sein eigenes Lichtschwert zusammenzubauen. Das war cool, ja, das war echt cool. Läuft bei mir, Prost. Florian, was geht ab? So, ja, das Finale war geil bei Fallen Order, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist eh krass. Es ist aber auch so, wo du dich fragst, da kommt ja jeder Fan, würde darauf kommen. Ja. Warum wird das nicht öfters genutzt? Weiß nicht. Ist ja eigentlich so recht easy, also die Leute sind ja auch, also ich, wenn du mir sowas bietest, wie beim Ende von Jedi Fallen Order, bin ich sofort drinne. Also da brauche ich gar nicht mehr. Ja, klar, weißt du was du meinst. Vorhersage, ja, kannst du noch mal eine machen. Kannst du ruhig noch mal eine machen, wenn die. Ach, die war von der letzten Runde neu. Ja, kannst du ruhig noch mal eine machen, wenn die von der letzten Runde war. Kannst du mit die Runde gerne auch eine machen. Deswegen wurde sie den anderen auch nicht angezeigt, die neue. Ah, verstehe. Verstehe. Ne, dann kannst du ruhig noch mal eine neue machen. Andi, was geht ab? Max14-0, danke fürs Vorhersagen. So, jetzt hat die Vorhersage begonnen für die Runde. Jetzt könnt ihr eure Kanalpunkte investieren. Ja, wir Punkte jetzt. Bis jetzt war irgendwie noch nicht so viel, aber wir sind ja erst beim ersten Kontrollpunkt, von daher wird noch was. Naja, wenn wir drinnen sind in der Base, dann geht's ab. Dann geht's richtig ab. Hier draußen ist so ein bisschen vorgeplänkelt, aber da drinnen geht's dann. Ey, der Wookie, der hat's ja auf uns abgesehen. Unsere Leute. So, wieder ein Kill mehr gemacht hier. Jeder Kill hier zählt. Vor allem, man muss da immer ein bisschen alleine losziehen, weil sonst machst du. Ja, so wie gerade eben, sonst kommen hier mit den Leuten und klauen dir deine Kills die ganze Zeit. Geht nur um die Kills. Geht nur um die Kills. Ah, die haben noch ein Land, oder? Kein Teamplay, nur Kills. Ja, scheiß auf Teamplay. Komm, gehen wir mal lieber da weg, da ist der Lando, den killt man nicht so schnell. Selber, wo es geht. wen nehme ich denn? Oh, Deckung. Oh, Lando. Oh, Lando, das ist mein Ende. Der Chat ist dafür der Cheater, was? Wie viele Kills hatte ich vorher gemacht? Ich hatte nicht über 40, ich hatte glaube ich 38 oder 37 oder so. Paintballer, danke dir. Freut mich. Der Paintballer Bro ist auch bei dir mit dabei, sehr gut. Ja. Ja, das ist natürlich super beim Squad-Stream. Wenn ihr dann beide cool findet, dann könnt ihr immer einfach sofort auf Follow gehen oben. Das ist richtig cool gemacht. So. Wie finde ich Emulatoren? Ich finde Emulatoren eine coole, also eine coole Sache, aber ich finde es halt, die funktionieren halt selten wirklich. Also. Sehr selten gut. Also gerade bei ganz alten Sachen, bei SNES-Spielen oder sowas, da funktioniert es super. Aber sobald es dann zum Beispiel schon zu Wii kommt oder so, da funktioniert es halt dann leider immer. Also da hast du dann halt immer Soundbugs drin oder so. Also grundsätzlich finde ich es interessant und cool, dass man halt die Spiele dann auch in einer schöneren Grafik nochmal spielen kann, die alten Spiele. Aber leider hast du halt dann, du merkst halt meistens einfach, dass es nicht auf der Originalkonsole ist und dass du halt auf dem PC spielst, das Spiel. So. Kills klauen kann ich auch manchmal.
So. Samo. Jump Force, ey, hör mir bloß auf mit dem Spiel. Florian Fieler, 98, danke fürs Follow. Welches Spiel? Jump Force, das wird dir nichts sagen, das ist ein Anime-Game. Ah, okay. War nicht gut. Nee, nee. Also, Spiel zu einer Serie oder sowas oder wirklich eigenständig? Nee, das hätte eigentlich das ultimative Anime-Game sein können, weil aus so vielen verschiedenen Serien kamen dann so die geilsten Charaktere zusammen. Ja. Aber die haben halt die Story verkackt, die haben das Kampfsystem verkackt. Und, okay, also sowas quasi wie Kingdom Hearts nur mit Anime. Ja, ja. Also jetzt in quasi nur ein schlechter. Ja. Oh, Luke, Alter, nein. Sag mal, ich verschieße schon wieder komplett hier, was ist denn da schon wieder und los? Und Vader hier, und Yoda, meine ich soll. Yoda? Luke und Vader, Ah ja, Yoda sehe ich, ich sehe Yoda. Luke und Yoda, ich sehe genau. Das. Yoda habe ich gesehen, ja. Yoda sehe ich. Aber Yoda sehe ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. So, habt ihr Lust auf einen Funfact? Ja, natürlich haben wir Lust auf Funfacts. Funfacts sind immer gut. Aber bitte dann auch mal ein bisschen Themen bezogen. Also wenn wir gerade ein Star Wars Spiel spielen, dann bitte auch eher lieber Star Wars Fanfacts. Funfacts. So, Forza Domcat. Danke. Nee, Force Random Cat, Entschuldigung, so rum. Danke fürs Followen. Was geht da schon wieder? Was geht da schon wieder um die Ecke hier? Da geht schon wieder was um die Ecke hier. Ja, hello there. Oh shit, da geht viel um die Ecke. Da sind immer ein bisschen zu viele hier, die um die Ecke gehen. Die wollen mich um die Ecke bringen! Wie die gehe ich schon wieder einen Assist nach dem anderen krieg hier? Ein Assist nach dem anderen. Naja, jetzt haben wir wieder einen Kill gemacht zwischendurch. Wie viel sollst du schaffen? 40 oder was? 40, ja, 40 ist 10. Den Kommandopunkt nehmen wir auf jeden Fall hier. Also macht echt Spaß hier in die rein zu baschieren, in die Echo-Basis. Das macht echt Bock. Das ist auch der beste Abschnitt der Map. Wer ist der Mitspieler? Das ist Drabu. Wieso kennst du ihn nicht? Was ist da los? Ich kann sagen, was geht da? Geht da nicht. Wie gesagt, Squad-Stream schauen, dann seht ihr immer beide Perspektiven, genau. Dann seht ihr auch genau, wer immer mitspielt. So, Dina nochmal. Also. Squad-Stream ist auf jeden Fall eine super Sache hier. Kann man gar nicht genug bewerben. Oh, da schon wieder. Was ist da schon wieder los da vorne? Oh, ja, jetzt hier. Komm jetzt hier reinhauen. Shit, wenn mich irgendwas trifft, bin ich tot. Ja, jetzt hauen sie ab. Jetzt haben sie Angst. Ah, wir haben es. Achso, okay. Wir haben es, letzter Punkt noch, So, nochmal das, denen. Das wird. Ivan, warum hast du 60 Kills gemacht bei mir? Wie soll ich das machen? Ja, auf geht's. Ey, diese blöde Granate immer von den Evox, ey. Ja, die ist richtig übel, ey. Hast du ja auch bei der Evox-Jagd, siehst du das ja auch immer. Die können ja nicht. Ah, das ist die. Ja, mich hat's auch mit erwischt. Oh, da kriegt das aber viel Schaden. Aber er hat's überlebt. Ja, ja. Da schon wieder? Nee, das ist. Diese Blitzgranaten sind auch ganz schön nervig. Die machen sie auch ganz gerne, habe ich das Gefühl. Ja, ja. So, Darth Maul soll ich wählen. Kann ich gerne machen. Darth Maul. Wenn ich das nächste Mal sterbe, nehme ich ihn. Nein, tot, ey. Scheiße. Alles klar, Max. Viel Erfolg. Oh, so, wie viele Kills habe ich? 18 erst. Oh, nein. Das wird knapp. Ja, wir sind halt schon beim letzten Punkt. Warum habe ich denn den Truppler genommen? Oh, 18. Nein, echt nur 18? Hier wird das viel mehr sind. Ich habe Leia gesehen gerade neben mir. Ja. Ich wollte natürlich nur Maul nehmen, nur deswegen. Ich habe den. Starkiller, ich habe die 7. Staffel von Clone Wars noch nicht geguckt. Bitte nicht spoilern. So, los geht's mit Darth Maul. Dein Wunsch wurde erfüllt. Oh ja, er wird immer überleben. Oh, Maul und Vader hier zusammen, auch ein cooles Team. Oh nein, Chewbacca. Ah, oh, ich habe mir gleich Chewbacca hier im Nahkampf gesucht. Ah, oh, shit. Ach, ich dachte, es wäre irgendein Wookie. Ja, das war ein kurzer Ausflug mit Maul. Machen wir nochmal kurz Maul. Maul war ich jetzt zu langsam Kills, das ist das Problem, aber mei. So. Nein, es hat ihn irgendwer anders genommen. Ah, Sauerei. Dann nehmen wir. Komm, nehmen wir Boba. Nehmen wir nochmal Boba hier. Hey, wie du dich platt machen? Erstmal gegen die Wand schweben. So. Nein, oh, diese blöde Granate. Oh Gott. Staffel 7 ist gut, ja, stimmt. Staffel 7 ist gut. Schauen wir, es ist allgemein gut. So, jetzt.
So, ah shit. Das blöde Geschütze hier schon wieder, ey. Kann ich gar nicht haben. So, ups, außenrum. Na komm, na komm. Ah, nice. Oh nein, diese dummen Wookies, Wookies sag ich schon. Ja, die auch. Aber die Evox. Die Evox sind nervig, gell? Ey, diese Granate, vor allem, wenn du einmal getroffen bist, dass du erstmal dauerhaft Schaden bekommst. Sag mal, wie viel kann denn der blocken, der Yoda? Das ist ja nervig. Kommen die hier einfach alle an hier? Ich glaub's ja nicht. Oh! Müssen wir wieder ein bisschen fliegen hier, aber fliegen ist auch ja gar nicht so leicht. Wie er durch die Gegend wuselt, ey, mein Gott. Nein, ey, ich mach einen Kill, sterb, einen Kill, sterb. Ja, das ist jetzt den Punkt, den wollen sie hier nicht so leicht hergeben. Nee. Sag mal, ich muss hier irgendwo abhauen, wieso darf ich denn hier nicht rein? Ah, Spiel, lass mich hier rein. Du musst jetzt alles vergiften dort. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Ah, ich würde ja gerne den AT-ST hier nehmen, aber darf ich wieder nicht. Nix da, wenn man Spaß macht hier. Komm, nehmen wir mal den hier. So, Jonas, 8515, danke fürs Followen. So, machen wir den Saubers hier direkt rein in die Action, würde ich sagen. Und dann versuchen wir hier nochmal Kills zu machen, ey. Aber der Yoda lebt ja immer noch. Kann doch nicht sein. Nein! 52 habe ich, komm! Kann mal bitte jemand den Yoda eliminieren? Alter, was ist da vorne schon wieder los, ey? Nein, geh weg, Yoda! Okay, Yoda ist weg, Yoda ist weg. Yoda wurde erledigt. Alter, der E-Book auch schon wieder hier. Die halten echt viel, die halten gar nicht so wenig aus, dafür, dass sie so klein sind. Oh nein, da kommt ein wildes... Okay, den haben wir erledigt. Han Solo war schnell erledigt hier. Oh komm, jawoll, auf den Ewok fertig, los. Oh, da kommt schon wieder... Okay, Ivan, geschafft, 60 Kills. Als Auflösung. Ja, ich glaube, mein 40, das wird hier nichts mehr. Ich bemühe mich ja redlich, aber... Oh, daneben. Oh. Jawohl, Hälfte. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder gleich ein richtig krasser Angriff. Ja, Ivan, ich dachte, ja, Kill-Beteiligung, aber ich dachte, wir machen richtig Kills. Nee, es geht schon um Kills, oder? Ja. Der arme Yoda, ja, das ist so. Richtig Kill-Beteiligung ist ja. Also, kommt da noch was? Kommt, ja, jetzt kommen keine Gegner mehr, kann auch keine Punkte hier machen. Jetzt wieder erstmal. Müssen erstmal neu berechnet werden. Ja, ich glaube auch. Ja, jetzt das. Schaffen wir es nimmer, oder? Na, jetzt haben ich hab einen Meilenstein erreicht. Ja, jetzt haben wir es gleich. Was? Du hast einen Meilenstein erreicht, nice. Schauen wir nochmal, ja, 27 Kills, das wird nichts mehr. 27 Kills, ja, nee, das war nicht genug. Alter. Ach, nee, ich bin besser als Anaconda-Drache, was ist da denn los? Was ist denn mit Anaconda-Drache los? Conron TV, danke fürs Followen. Auf Kamino findest du die Kills einfach, ja. Machen wir noch eine Runde und dann gehen wir auf den großen Modus, oder? Laut unserer Scans nähert sich auf diesem Mond eine Rebellenarmee. Haltet die Stellung und lasst sie nicht durch. So, Endor mal wieder hier. Mit dem Imperium. Haben wir schon wieder eine neue Vorhersage? Ah ja, wir haben eine neue Vorhersage. So, wieder die 40 Kills. Ja, ich weiß nicht, ob es hier besser machbar ist. Ja, ist. Auf den großen Karten ist es immer schwieriger. Aber ich gebe mein Bestes. Ah, shit, ey. Oh, Alter, wo? Ach, von der Seite, wo? Von überall. Ah. Verteidigen. Ah, so verteidigt man nicht hier. Uiuiui. Du hast vorhin auch schon fett reingeshoppt. Ah, nice. Dankeschön. Also wie gesagt, wenn ihr im Livestream was kauft, dann sollte es eigentlich angezeigt werden im Stream. Ist noch in die Beta-Phase, also, aber es sollte theoretisch angezeigt werden. Wo bin ich hier reingespawnt? Bist du bei mir gespawnt? Ja. Machst du nur einmal. Ja. Hier in der Mitte ist ja übelst viel los. Die wollen... Hast du schon aufgemacht, die neue Vorhersage? Die wollen den Punkt auf jeden Fall. Oh, ich kann mir gleich einen AT-ST holen, oder? Jawoll, jetzt geht's los. So, kann man was zurückschicken, falls das ist ja Cheaten, ey. Zurückschicken, falls was nicht passt, müsste eigentlich auch gehen, oder? Das geht ja eigentlich mittlerweile bei allen Online-Shops, denke ich mal. Das müsste bei allen Online-Shops gehen, ja. Denk mal nicht, dass das da nicht geht. Ich kenne den Shop jetzt zwar nicht. Wo bist du? Nee, aber das müsste eigentlich bei. Das geht eigentlich bei allen. Bei welchem Shop bist du? Get Shirts. Ah, okay. Da sind auch viele andere, also andere Streamer und YouTuber. So, läuft bei mir. Prost auf euch! So. Nice. Jetzt kommen keine mehr, genau. Jetzt habe ich den ATS hier und jetzt kommen keine mehr, weil... Ja, doch. Ja, da sind sie doch. Da sehe ich sie doch. Ja. Gleich mal hier die Kills reingehauen. Ah, richtig schön. Was, zurückziehen? Wieso zurückziehen? Hier fängt der Spaß doch gerade an.
Eriksson, danke fürs Folgen. Shit, ich muss schneller zurück. Shit, 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 shit. Lauf schneller, ATST. Zurückziehen, zurückziehen. So, ah ja, okay. Hier sind wir. Hier sind wir im richtigen Bereich drin. So, sollen sie kommen da mit ihrem Yoda da vorne? Alles auf den Yoda da vorne drauf. So, ordentlich Schaden gemacht mit Yoda. Ah, Yoda, geh weg. Geh weg, Yoda. Lass mein schönen ATS hier kaputt in Ruhe, sonst. Ah, ich hab Yoda kaputt gelatscht einfach. Nice. Gut. Beste Taktik, einfach drauf. Einfach drauftreten auf den Yoda. So. Oh, shit. Na komm, den hier an der Seite kriegen wir auch noch. Den an der Seite kriegen wir hier. Jawoll. Ah, oh, dieses Geräusch ist immer so gut, wenn man einen killt. Das ist irgendwie, das ist ein sehr schönes Geräusch. Das muss aber auch stimmen bei so einem Multiplayer-Spiel. Ja, das ist einfach so eine Befriedigung. Ja, das muss, aber hier, dieses Plopp, das ist einfach so ein richtig geiles. Ja, das ist echt gut gemacht. Das ist ein richtig gutes Geräusch. Das müsst ihr euch als Alert-Sound hier für die Subs oder sowas einstellen. Aber da habe ich den Minikit-Sound, der ist auch cool. Ey, wo sind sie denn jetzt? Ja, hier vorne, bei mir, hier sind sie alle. Bin gleich tot. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Oh Gott, ich hab's doch rausgeschafft. Oh, war das knapp. Puh, das war knapp. Komm, jetzt machen wir wenigstens einen Kill noch hier wieder am Boden. Jawohl. Nice. So, machen wir weiter hier. Läuft doch bei uns. Jetzt sind wir hier on fire. Komm, jetzt sind wir hier on fire. Gleich auf den E-Book da vorne. Oh Gott, wo hab ich da die Rakete hingeschossen? Oh, mir schon wieder jemand den E-Book geklaut. Minikit ist besser. Ja, ja, nee, vielleicht als Assist oder so. Daniel, was ich dieses Jahr bisher am besten finde von der Story her, die Game, ich habe ja nichts gezockt. Kein Spiel aus diesem Jahr. Gerade außer Hitman kam ja auch wirklich noch nicht so viel raus dieses Jahr, oder? Ja, Little Nightmares 2 habe ich nicht gespielt, das soll ja ganz gut sein. Ah, ja, ist stimmt. Ist auch nicht ja. Überragend, soweit ich gehört habe, aber gut. Ja. Medium fand ich scheiße. Okay, habe ich nicht gespielt. Kann ich nicht beurteilen. Sonst habe ich nichts gezockt. Nee, nee, das nicht. Das beste nicht. Spiel, was ich privat gezockt habe, ist auf jeden Fall Nier Automata. Das hat okay. Eine Story. Das hat dir getalkt, ja, gut. Okay. Soll ja auch ganz gut sein. Ja. Das läuft von hier. Prost auf euch. Ja, der Minikind-Sound ist besser. Nee, ich meinte eigentlich eher so für die Follower oder so. Dafür meinte ich eher den Sound. Für Minikind-Sound, der bleibt auf jeden Fall für die Drabonenten, für die Neuen, für die Abonnenten. Das ist auf jeden Fall cool. Der ist unschlagbar. Irgendwie will ich da nicht runtergehen. Irgendwie ist es da shit, sie kommen von der Seite. Die haben nicht mal auf mich anvisiert gehabt, glaube ich. Oh, shit. Oh, das war ein Gegner hier. Komm her, komm her. Ein Jetpack-Duell. Ah, Gott. Ich habe mein Duell hier auch gerade gewonnen. Knapp, aber ich habe es gewonnen. Ja, mittlerweile sieht es aber ganz gut aus hier mit Verteidigen. 3 Minuten. Na gut, 3 Minuten haben sie noch. Die könnten eigentlich so ein Spiel, könnten sie eigentlich auch im Herr-der-Ringe-Universum machen. Ne? Ja, gibt's ja. Nochmal. Gibt's. Ach so, nochmal, ja. Ja, der Ringe, die Eroberung. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja, das war ja auch sogar vom selben Entwickler. Das war ja wirklich auch vom Battlefront-Entwickler damals. Stimmt, von den alten, ja, stimmt. Von den alten, klar. Ja, nicht von... Ja, leider geschlossen, Leute. Leider geschlossen, das Entwicklerstudio. Ja. Aber die Granate, komm, die Granate, die fühle ich doch. Ja, wie ich die fühle, die Granate. Oh, shit, von der Seite. Ah, zu spät gewesen. Zu spät gewesen. Oh, was war das denn? So, du warst auf Cyberpunk gehypt und dann das. Ja gut, kommt drauf an, worauf du es gespielt hast. Gab ja auch ein paar Konsolen oder so, wo du es drauf gut spielen könntest. Bin ich echt schon gehypt auf Star Wars Hunters. Da hat man noch zu wenig von Star Wars Hunters gesehen. Wer dein Fan, was geht ab? Star Wars Hunters? Achso, das war ja... Naja, das ist Free-to-Play. Da hat man noch zu wenig gesehen, finde ich, um da wirklich sagen können, man ist drauf gehypt. Man weiß dann überhaupt nicht, was für ein richtiges Spiel es wird. Ja, das spawnen die Leute nicht. Wollen nur hören, ah, da kommt was, ich bin sofort gehypt. Ist halt, kann man auch verstehen teilweise, weil... Der ein oder anderen Marke. Bei Star Wars bin ich auch mal so geil. Also als ich damals diese Nintendo Direct gesehen habe, da kam so Star Wars, neue Star Wars Spiele, war ich auch mal so im ersten Moment genau, so, ah, Star Wars, Star Wars. Aber dann, dann kam ja hier Free-to-Play, Zinger und so, dann, Erstmal mit Vorsicht genießen. Ah, nice. Hier direkt wieder ich abgeräumt, aber im ATST, da bin ich echt, also da mache ich die meisten Kills, definitiv. Ah, da sind die 40 vielleicht sogar möglich mit dem ATST. Wenn das hier so weitergeht. So eine Scheiße. Bei dir nicht so? Die 60 oder was hast du? Ja, 60. Nee, 50. Janik, was geht? Na, schauen wir mal.
Wenn wir dann online spielen, müssen wir uns aber, also bei der nächsten Runde dann, wenn wir auf der großen Karte spielen, müssen wir aber eine andere Vorhersage machen, weil da schafft man nicht so viele Kills gegen andere. Ja. Da können wir dann wieder, können wir machen, ob unser Team gewinnt oder so, können wir das wieder machen dann. Ich bin ein Fan, auf keinen Fall werde ich alle Halo-Spiele vor Halo 6 spielen, auf keinen Fall. Das ist ja, also, nee, das mein macht gar keinen Sinn im deutschen Bereich. Das, die Leute haben keine Ahnung, wie geil Halo ist, die Leute haben einfach keine Ahnung. Das, ja, das habe ich auch gesehen, also bei mir haben auch relativ wenige zugeschaut. Weil ich habe jetzt auch mal angefangen, vor einem halben Jahr oder so haben wir mal angefangen, den ersten, ja. Was haben wir gespielt, Halo Reach, und dann haben wir im ersten Teil angefangen, aber Interesse ist an Halo echt nicht so da, das ist im deutschen Bereich. Leute, ist die Leute so, wissen es einfach nicht. Ist eher so im amerikanischen Bereich wahrscheinlich, oder, dass Halo so gehypt wird. Also ja, ich meine, ja, in Deutschland ist ja Halo jetzt, auf jeden Fall, ja, also Halo ist ja jetzt im deutschen Raum zumindest kein jetzt so ein Verkauf, also schon, es verkauft sich schon gut, aber es ist jetzt kein Argument für Leute, sich die Konsole zu holen, glaube ich, oder? Also würdet ihr euch die Konsole schon, für Halo holen? Aber heutzutage, ja, aber das ist halt allgemein, das habe ich in den 10 Jahren habe ich festgestellt, sobald die Leute es irgendwie herausriechen, oh, das ist ein Microsoft-Spiel, sofort tot. Das Spiel. Echt? Es kann noch so, ja, auf jeden Fall. Schade. Es kann ja, also knack nix, also bei allem hier Knack für die PS4, ja. Ich hab's nochmal angespielt. Ich fand's nicht schlecht, aber ja, sobald das der Fall ist, dass das Spiel besser und beliebter ist als ein Halo oder ein Gears of War, dann muss man sich fragen, ja, was ist da echt los? Da muss man sich fragen, was ist da echt los? So eine neue Reihe ist halt schon krass, wenn du es schaffst, mit so einer neuen Reihe quasi die Leute zu ziehen. Ist ja immer viel schwieriger, als wenn du schon einen Namen hast. Ja. 44 Kills! Da sind die 44 Kills. Das ist der Weg. Genau so ist es. Das ist der Weg. Du findest Halo super, okay? Waren aber gute LPs. Ja, hat auch Spaß gemacht. Aber da war die Dings bei Halo war so nervig, die Soundabmischung, weil die Leute so leise waren. Weil die reden ja relativ viel, aber die waren so leise. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.